Herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin, das sind die Themen. Energieeffizienz für Firmen, so funktioniert's. Mit Öffis mobil, wie Volksschulkinder für den Obus fit gemacht werden und Wandertipps mit den touristischen Betrieben der Salzburger G. Gleich zu Beginn der Sendung geht es bei uns ums Energiesparen. Das funktioniert bei Ihnen zu Hause genauso gut wie in großen Unternehmen. Mehr Energieeffizienzmaßnahmen in Österreich umzusetzen, ist seit 2015 verpflichtend und so auch von der EU geregelt. Diese Aufgabe wurde dem Energielieferanten übertragen, der bei seinen Kunden in Sachen Energieeffizienz unterstützen soll. Eine Aufgabe, die die Salzburg AG schon vor der gesetzlichen Verpflichtung übernommen hat. Die Salzburg AG hat in den letzten Jahren schon sehr viel getan, um den Kunden im Thema Energieeffizienz zu unterstützen. Jetzt gibt es eben nur eine gesetzliche Bestimmung dazu, eine gesetzliche Verpflichtung. Wie setzt die Salzburg AG diese neuen gesetzlichen Anforderungen um? Einerseits setzen wir sehr viele Maßnahmen gemeinsam mit dem Kunden. Im Haus machen wir auch sehr viel. Und der dritte Bereich ist, dass wir von Betrieben in Salzburg Maßnahmen zukaufen. Diese gemeinsam gesetzten Maßnahmen schauen zum Beispiel so aus, dass wir energieeffiziente Heizsysteme fördern oder auch alternative Mobilität. Immer wieder machen wir Massenaktionen wie unsere LED-Aktionen oder derzeit läuft eine Aktion zum Thema Wassersparset. Bleiben wir aber gleich beim betrieblichen Bereich. So hat unter anderem eine Lebensmittelkette verschiedene Energieeffizienzmaßnahmen gemeinsam mit der Salzburg AG erarbeitet. Im betrieblichen Bereich schaut es so aus, dass unsere Sondervertragskunden zu uns kommen können und uns Energieeffizienzmaßnahmen übertragen. Die können wir dann für das System anrechnen und im letzten Jahr sind sehr viele LED-Umstellungen gekommen oder auch Prozessoptimierungen. Mit LED-Beleuchtung haben wir vor circa 6 Jahren mit einem österreichischen Unternehmer begonnen. Wir rüsten alle neuen Märkte mit LED-Beleuchtung aus. Wir sparen uns seitdem 300 bis 400 Leuchtstofflampen und 65% Energieeinsparung am Markt. Das ist aber noch nicht alles. Auch etwa bei den Kälteanlagen wurde viel unternommen und sofern sinnvoll werden auch PV-Anlagen errichtet. Also wir wollen natürlich weiterhin Energie einsparen, wo es gerade möglich ist. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten mit unseren Lieferanten und hier wollen wir also weiter in diese Reise gehen und weiter Energie einsparen, um einfach nachhaltig am österreichischen Markt tätig sein zu können. Die Salzburg AG trägt viel für die Erreichung der Energieeffizienzziele bei und unterstützt ihre Kunden täglich beim wichtigen Thema Energiesparen. Und wenn Sie sich jetzt als Sondervertragskunden angesprochen fühlen und Maßnahmen gesetzt haben, die frei von Förderungen sind, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich mit Ihrem Kundenbetreuer in Verbindung setzen. Mehr über Energieeffizienzmaßnahmen und die Kontaktdaten finden Sie im Internet auf der Seite der Salzburg AG. Volksschulkinder mit dem Thema Öffis vertraut zu machen, ist wichtig und aus diesem Grund gibt es ein Schulprogramm, das Kinder besonders zum Schulanfang auf den öffentlichen Verkehr sensibilisieren soll. Mit Öffis mobil wurde vor 11 Jahren für die 3. und 4. Volksschulklassen entwickelt und erfreut sich nach wie vor höchster Beliebtheit. Also ich bringe den Kindern bei, wie man richtig mit dem Bus unterwegs ist, dass man sich da wirklich gut auskennt, beim Liniennetzplan lesen, dass das Busfahren auch wirklich Spaß machen kann, wie man sich verhält, dass man rücksichtsvoll ist, auch gerade gegenüber älteren Passagieren. Ja, und dass wir da einfach einen guten Bezug haben, dass man nicht nur aufs Auto angewiesen ist, sondern dass man durchaus einmal mit dem Bus fahren kann. Wir haben ganz viele Fahrschulkinder, also Kinder, die mit dem Obus in die Schule kommen, eigentlich schon ab der 1. Klasse. Je früher, umso besser. Und aufbauend wäre ganz toll. Ich finde es aber fantastisch, dass wir hier sein dürfen und uns das alles anschauen können. 2 Schulstunden in der Klasse vermitteln die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs, veranschaulichen das Linienangebot und den Fahrplan und zeigen das eigene Mobilitätsverhalten. Ein wichtiges Hilfsmittel dafür ist die sogenannte Autoschlange, die selbst für Erwachsene eine Erkenntnis bringt. Da lasse ich den Kindern erstmal ausrechnen, wie viele Leute passen in so einen Obus rein. Und dann zeige ich ihnen, was ist, wenn jetzt jeder von diesen Passagieren einzeln im Auto sitzt, wie viele Autos sind es? Und dann halte ich ihnen so einen Modellbus dazu und dann sieht man, wie viel Platz braucht der Obus, wie viel Platz brauchen diese vielen Autos. Der Schwerpunkt liegt, wie könnte es auch anders sein, beim Obus als wichtigstes öffentliches Verkehrsmittel in der Stadt Salzburg. So wurde auch die Obus-Garage in der Alpenstraße besucht. Und da schauen wir dann in die Leitstelle, besuchen die Werkstatt.
Dann fahren wir durch die Waschanlage, das kommt immer gut an. Dann machen wir auch Vollbremsungen mit dem Bus. Das ist ganz wichtig und eindrucksvoll für die Kinder, weil da kriegen sie einfach einmal ein Gefühl, was macht es mit mir bei einer Vollbremsung, wenn ich mich nicht festhalte. Also der größte Spaßfaktor für die Kinder war vermutlich der Ausflug in die Buswaschanlage. Am interessantesten vermutlich war mal in der Leitstelle der Ausflug dorthin, dass die Kinder auch so viele Fragen stellen durften und auch mal live mitzuerleben, wie das Ganze koordiniert und organisiert wird. Also mir hat am besten gefallen die Vollbremsungen, weil es war richtig cool, hat mir auch Spaß gemacht. Ich war froh, dass ich auch rückwärts gesessen habe, weil dann habe ich mich voll auf den Sitz gepresst. Mir hat auch die Vollbremsung sehr gefallen und auch das Waschen. Eigentlich hat mir alles gut gefallen. Also mir hat am besten gefallen das mit dem Waschen. Und das war auch ganz lustig, wo einmal die Tür offen war und das Wasser reingespritzt hat. Die Salzburger AG ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber im Bundesland, sondern auch einer der innovativsten. Das Unternehmen beschäftigt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadt und Land Salzburg. Mit 164 unterschiedlichen Berufsbildern bieten sich sinnvolle Aufgaben und vielfältige Entwicklungschancen. Heute stellen wir Ihnen eines dieser 164 Berufsbildern vor. Innerhalb der Salzburger AG bin ich im Bereich Netze im Center Telekom tätig. Und als sogenanntes Asset kümmern wir uns auf strategischer Ebene um die Telekommunikationsnetze der Salzburger AG. Meine persönlichen Aufgaben beginnen oftmals beim Gespräch mit dem Kunden. Basierend darauf kümmere ich mich um die Planung und Entwicklung unserer Telekommunikationsnetze und Produkte. Wir führen Marktanalysen durch, um immer am neuesten Stand zu sein, was denn so momentan State of the Art ist. Abschließend begleiten und kontrollieren wir natürlich auch die praktische Umsetzung unserer Projekte. Vor meiner Zeit bei der Salzburger AG war ich 15 Jahre beim österreichischen Bundesheer in einem sehr ähnlichen Bereich tätig. Während dieser Zeit habe ich auch mein berufsbegleitendes Studium an der Fachhochschule Salzburg absolviert. Und im Zuge von diversen Projekten im Rahmen des Studiums habe ich bereits damals den ersten Kontakt zur Salzburg gehabt. Als ich dann auf der Suche nach neuen Herausforderungen war, hat sie zum gleichen Zeitpunkt diese Stelle bei der Salzburger AG aufgetan. Und diese Möglichkeit habe ich genutzt, um in diesem spannenden und interessanten Umfeld tätig zu werden. Mein kleiner Beitrag, damit Salzburg funktioniert, ist, dass ich mich gemeinsam mit meinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen darum kümmere, dass die Kommunikationsnetze der Salzburger AG problemlos funktionieren, speziell auf dem Gebiet der Fernwirk- und Leittechnik. Diese Netze werden benötigt, damit wir zuverlässig unsere Umspannwerke und Wasserkraftwerke steuern können und somit den Kunden mit Energie versorgen können. Das Interessante und gleichzeitig auch das Herausfordernde an meinem Job ist einfach die enorme Vielfalt. Die ergibt sich einerseits durch die hohe Anzahl an Kommunikationsnetzen, für die ich zuständig bin, andererseits aufgrund der unterschiedlichsten Anforderungen meiner internen und externen Kunden. Das ermöglicht mir, dass ich meine Zeit nicht nur am Schreibtisch verbringe, sondern ich habe wirklich die Möglichkeit, vom ersten Kontakt mit dem Kunden Projekte bis zu deren Umsetzung zu begleiten. Und das ist schon was ganz Besonderes. Also prinzipiell muss man sagen, dass bei uns im Team allgemein ein sehr lockeres und entspanntes Arbeitsklima herrscht. Aber einmal haben wir uns einen ganz besonderen Beitrag zur Informationssicherheit ausgedacht. Und zwar kennt ja jeder das Problem, wenn man mal schnell zum Kopierer huscht und in der Zwischenzeit vergisst, seinen Arbeitsplatz zu sperren. Und was wir uns damit ausgedacht haben, ist, dass man einfach zur Belohnung, wenn man wieder mal darauf vergessen hat, einen Tag mit unserem Froschschwimmer rennen hat dürfen. Wir haben wieder unsere Energiesparfamilie in Scheffau am Tennengebirge besucht und heute geht es ums Energiesparen außerhalb der vier Wände. Ja, hier auf dem Land brauchen wir ein Auto. Wir sind froh, ein so großes zu haben, einen richtigen Bus, wo wir auch für unsere drei Kinder und alles, was dazugehört, genug Platz haben.
Andererseits schauen wir natürlich, dass wir das Auto so wenig wie möglich benutzen. Wir bilden Fahrgemeinschaften, wir fahren kurze Strecken mit Fahrrädern. Aber auch zum Pendeln zu meinem Arbeitsplatz fahre ich oft mit dem Rad zum Bahnhof und dann mit dem Zug weiter. Und hier hat auch unser Arbeitgeber, mein Arbeitgeber, ein besonderes Angebot, dieses Jobticket, wo es wirklich auch finanziell und zeitlich sehr, sehr interessant ist. Bei der Mobilität kann man für die Umwelt sehr viel tun. Fährt man zum Beispiel mit Bus oder Bahn, spart man auf einen Kilometer 70% im Vergleich zu herkömmlichen Autofahrten. Die Familie Bernhofer macht das schon sehr gut. Die Kombination aus Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln, Rad und Fußwegen hilft beim Energiesparen. In Zukunft wird es wahrscheinlich interessant, die PV-Anlage mit einer E-Mobilität zu kombinieren. Diese muss zwar erst errichtet werden, ist aber bei den Bernhofers schon fix eingeplant. Soweit unsere Tipps. Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie die Energieberatung der Salzburger AG kontaktieren. Hier bekommen Sie eine unabhängige Beratung. Mit dem Herbst kommt auch wieder die Wanderzeit auf uns zu. Die einen verschlägt es auf die Berge, die anderen lieber wiederum an den See. Was Sie am Wolfgangsee erleben können, das haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Unser Ausflug beginnt in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo Sie bequem mit der Wolfgangsee-Schifffahrt alle Stationen rund um den See anfahren können. So können Sie nach einer kurzen Überfahrt St. Wolfgang und beispielsweise das berühmte Weiße Rössel besichtigen. Oder Sie fahren gemeinsam mit Freunden oder Familie auf den Schafberg. Direkt von der Anlegestelle St. Wolfgang-Schafbergbahn können Sie mit der steilsten Zahnradbahn Österreichs auf den Berg fahren. Die Fahrt ist imposant. Außerdem genießen Sie einen traumhaft schönen Ausblick über den Wolfgangsee. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Einerseits können Sie bei der Haltestelle Schafbergalm aussteigen, um auf die Spitze zu wandern. Andererseits können Sie gemütlich bis zur Bergstation auf 1732 Metern Seehöhe fahren. Von dort führt ein kurzer Weg bis zum Hotel Schafbergspitze, übrigens das älteste Berghotel Österreichs. Hier haben Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Wolfgangsee, Mondsee, Attersee und Traunsee und einen herrlichen Rundblick von Böhmerwald bis zu den Alpen. Zurück bei der Schiffsanlegestelle können Sie noch den ganzen See von St. Wolfgang über Strobel, Fürberg bis zurück nach St. Gilgen abfahren. Natürlich können Sie jederzeit aussteigen, die Orte besichtigen und mit einem Anschlussschiff weiterfahren. Das Ende unserer Rundreise ist wieder in St. Gilgen. Alle Informationen zu Wanderungen sowie die Betriebszeiten der Wolfgangsee-Schifffahrt und Schafbergbahn finden Sie im Internet. www.schafbergbahn.at. Alle Informationen und Beiträge rund um die Salzburger AG finden Sie übrigens auch im Internet auf www.salzburg-ag.at und dort können Sie auch unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Sparen ohne Komfortverlust, das ist das Stichwort, wenn es um die Wassersparaktion der Salzburger AG geht. Wer Wasser spart, der spart auch bei den Heizkosten für Warmwasser und bei den Kanalgebühren. Vor allem im Badezimmer, wo täglich viel warmes Wasser fließt, lässt sich der Verbrauch durch wassersparende Duschköpfe und wassersparende Einsätze für Wasserhähne leicht reduzieren. Und das ohne Komfortverlust. Mit diesem wassersparenden Set der Salzburger AG spart eine durchschnittliche Familie rund 54 Euro im Jahr. Wir schicken Ihnen dieses Set gerne kostenlos zu. Und wie die Montage funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Ein passendes Werkzeug und eine genaue Anleitung sind dabei. Der Einbau ist ganz einfach. Mit dem mitgelieferten Werkzeug können Sie den Strahlregler lockern und abschrauben. Nehmen Sie den Einsatz heraus, den neuen Einsatz einlegen und wieder anschrauben. Man merkt keinen Unterschied zu vorhin, fühlt sich gut an und wir sparen nebenbei noch Warmwasser. Durch den Sparregler-Einsatz verringert sich der durchschnittliche Verbrauch von 8000 auf 5000 Liter pro Person und Jahr. Noch mehr Warmwasser kann sich ein Haushalt sparen, nämlich durchschnittlich 200 Euro im Jahr, wenn Sie einen wassersparenden Duschkopf verwenden. Und diese gibt es im Energieshop der Salzburger AG. Die gängigen Sparbrausen und Wasserspareinsätze eignen sich für fast alle Badezimmer.
Nur wenn Sie das Wasser mit einem Niederdruckboiler erhitzen, dann müssen Sie darauf achten, speziell für diese Geräte geeignete Sparhilfen zu verwenden. Das Besondere an Niederdruckboilern ist, dass man sie nicht direkt an die Wasserleitung anschließen darf. Dies würde zum Platzen des Gerätes führen. Der Anschluss des Niederdruckboilers erfolgt über den Wasserhahn. Weiters ist zu bemerken, dass beim Aufheizen des Gerätes ein leichtes Tropfen am Wasserhahn zu beobachten ist. Ein Wasserspar-Set mit zwei Spareinsätzen, vier Dichtungen und dem passenden Werkzeug können alle Kunden der Salzburger AG jetzt kostenlos im Online-Service anfordern und damit Geld, Wasser und Energie sparen.